Es geht direkt weiter mit der mit dem scharlachroten Kloster. Wir sind in den scharlachroten Hallen unterwegs. Und müssen hier noch ein paar von denen abschlachten. Das ist eine Quest, die wir haben. Außerdem kämpfen wir uns hier durch die Dungeons durch. Besonders lohnen tun sich übrigens Dungeons, wenn man schnell leveln möchte, einmalig, weil man eben beim ersten Mal die ganzen Quests mitnehmen kann. Beim zweiten Mal lohnt es sich immer noch, aber nicht mehr so krass. Aber man kann gut nur über Dungeons leveln. Also das geht schon, wenn man das möchte. Hab ich auch gemacht, mehrfach schon. Also, dass ich sozusagen den ganzen Tag nur in Orgrimmar rumgestanden bin und mich immer wieder im Dungeon Browser angemeldet habe. Das funktioniert. Aber es ist natürlich auch eintönig. Questen ist halt ein bisschen schöner, hat man verschiedene Aufgaben und... Naja. So, Waffenmeister Harlan. Das ist immer lustig, Leute auszusperren. Weil so, er ist noch durchgekommen, okay. Weil normalerweise, wenn der Kampf anfängt, geht halt die Tür zu. Und dann sind immer Leute ausgesperrt. Seid auf der Hut. Seid auf der Hut. Und jetzt ruft er seine Kumpels. Früher hat er halt viel mehr zur Hilfe gerufen. Das waren dann so Nicht-Elite-Typen, die ganz schnell gestorben sind, die man dann wegbomben musste. Und von denen konnten dann halt auch welche den scharlachroten Wappenrock fallen lassen. Und das war total geil, weil jeder wollte den immer haben. Warum, weiß ich nicht. Rot ist schick oder so. Keine Ahnung. So. So, mal ein Auge. Norpheus der Geduldige. Ich finde es halt cool. Also daran, dass... Also man erkennt halt ganz gut, dass es doch immer mal wieder sehr viele neue Spieler gibt, die anfangen, weil die halt keine Erbstücke haben. Beziehungsweise kann es auch daran liegen, dass sie neu auf einem Server angefangen haben. Wobei man jetzt natürlich Erbstücke für Gold kaufen kann. Das heißt... Sie können das Gold sich natürlich auch gekauft haben, anstatt es sich zu verdienen mit ehrlicher WoW-Arbeit. Ja. Ich persönlich halte übrigens vom Goldkauf nicht so viel, weil ich halt mehr Spaß daran habe, mir das Gold tatsächlich im Spiel zu erspielen. Verstehe aber den Reiz daran durchaus. Also wenn man jetzt wirklich nicht so viel Zeit hat und nicht farmen möchte und sich über irgendwelche schönen Mounts kaufen möchte, dann kann ich das nachvollziehen, wenn man sich Gold kauft. Es ist ein bisschen schädlich für das Wirtschaftssystem, weil das natürlich eine Inflation, sag ich mal, hervorruft. Weil halt plötzlich Gold da ist, was vorher nicht da war. Ist ja klar. Aber es ist jetzt nicht... Ich glaube, der Effekt ist nicht so groß, wie man denken würde. Weil es doch nicht so viele machen dann. Alles muss lernen. Niemand darf von der Schande des Schande. Er ist auch so ein Psycho, ne? Auch er soll zu Asche verbrennen. Ja, ist ja gut. Wieso hab ich denn jetzt Aggro? Hab ich getan. Reinigen kann ich leider nicht. Unterbrechen kann ich, glaube ich, auch noch nicht. So. Verzerrung haben wir noch gar nicht ausprobiert. Hütet euch. Drachenodem. Yay. I'm firing my laser. Und so. Oh, ich häng fest. Weg! Mein Feuer ist... Kodex des Kreuzzugs. So, das ist eine Quest gewesen und wir haben auch eine schöne Robe. Ich weiß gar nicht, ob wir den die Vorlage schon haben, aber das würde dran stehen, wenn nicht. Siebenstein hat es einmal in der Tasche, das Ding. Okay, dann haben wir die Vorlage schon.
Ich bin von den Verlassenen. So, wir haben den Kodex und wir haben auch... Vorsicht, Feinde im Übermaß. Die andere Quest. Und deswegen kriegen wir jetzt einen Level-Up kredenzt. Yay! Das war's mit dem Dungeon und wir gehen mal raus aus dem Dungeon. Wo waren wir jetzt nochmal? Genau, wir wollten fliegen. Das war's. Da waren wir stehen geblieben. Wir wollten gucken, wie wir ins Hinterland kommen. Jetzt sind wir allerdings schon wieder Level 5, 33 und haben nur noch 2 Level in diesem Gebiet zu tun. So. Was jetzt? Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte zum Flugmeister. Und wir können leider nicht sehr weit fliegen. Ich glaube, wir sollten vielleicht dann doch lieber über Dungeons weiter leveln erstmal und uns dann irgendwie in ein Questgebiet raussuchen, das wir ein bisschen ausführlicher machen. Das heißt, ein bisschen ausführlicher. Wie gesagt, durchquesten ist schwierig mit Erbstücken, wenn man ein bisschen effizient vorankommen möchte zumindest. Ja, wie machen wir das? Im Prinzip, was käme denn eigentlich danach? Nach Level 35. 35 bis 40 suche ich. Ich habe das leider immer noch nicht so ganz im Kopf, weil sie das halt auch geändert haben. Feralas zum Beispiel. Och nee. Muss nicht unbedingt sein. Nee, das muss nicht sein. Düstermarschen ginge. Düstermarschen sind eigentlich ganz cool. Da könnten wir uns halt auch schon mal hinbegeben. Nur dann müssen wir uns wieder zurück nach Orgrimmar teleportieren. Hui! Können wir schon mal hinfliegen, machen wir noch einen Dungeon, dann sind wir Level 35 und dann können wir in Düstermarschen questen. Das klingt doch nach einem Plan, Kinder. Das klingt doch nach einem Plan. Dungeon. Zufälliger Dungeon und dann gehen wir mal direkt vielleicht auch die Taschen mal ausleeren. Wie ich sehe. Wobei wir ja die ganzen Verzauberungssachen behalten wollten. Das ist so ärgerlich, ne? Uns fehlen 4 Punkte fehlen uns. Dann könnten wir das alles entzaubern. Tja. Können wir nicht, oh, warte mal. 2 Sachen können wir schon wieder verzaubern. Haben wir immerhin. Brauchen wir dann nur noch 2 Punkte. Da könnte man sich 2-mal seltsamer Staub besorgen und dann hat man die Punkte. Sollen wir das mal machen? Dann können wir nämlich ein bisschen entzaubern. Komm. Machen wir das doch. Dann haben wir wenigstens zu tun. Okay, Plan ist, 2 seltsamer Staub zu kaufen. Das dürfte uns ca. 6 Gold kosten. Und dann ist natürlich unverhältnismäßig teuer, aber dann können wir wenigstens die ganzen Sachen mal entzaubern. Ich glaube sogar ausnahmslos alle, die wir bisher so haben. Hui! Ich freue mich auch aufs schnelle Reiten. Und aufs Fliegen natürlich. Wow. Seltsamer Staub. In deinen Haaren. Ich erkenne einen Käufer, wenn ich einen sehe. So, seltsamer Staub. Okay, das ist gar nicht so viel. Muss das Auktionshaus gar nicht so krass gescannt werden. Okay, ihr seht jetzt nicht so viel vom Auktionshaus gerade. Ein Stack A4. Würde zum Beispiel 6,90 Euro, 6 Gold 90 kosten. Nee, gar nicht. Oh, das war jetzt sehr teuer, aber das müsste uns für uns reichen. Tatsächlich. Wie geil finde ich denn eigentlich diesen Doppelblink? Sehr geil, kann ich euch sagen. So. Schwache Gesundheit auf die Armschienen. Vollkommen egal, welche das sind. Wir wollen ja nur... Skillpunkte. So, liebe Kinder. Und jetzt sind wir auf 50 und jetzt können wir wieder einiges entzaubern. Können wir das ganze Kackzeug von der Bank holen und alles mal wegtun. Und dann können wir auch zum Lehrer bald mal neue Rezepte lernen.
So. Nun, spuckt es aus. Lasst mal so tief komme ich nicht. Dazu schießen. So, Lettre. Jetzt können wir alles wegentzaubern. Leider kriegen wir halt dafür kaum, also gar keine Skillpunkte mehr. Ich glaube, ab 50 kriegt man keine mehr zum durchs Entzaubern. Aber wir kriegen halt Materialien, die wir dann wieder verwenden können fürs Verzaubern. So soll das nämlich laufen. Hier brauchen wir jetzt schon 75. Ich frage mich ehrlich gesagt so ein bisschen, warum die Sachen immer noch so viel im Auktionshaus wert sind, weil, wie gesagt, man kann halt später sehr viel effizienter hochleveln über die späteren Add-ons. Also ab Mists of Pandaria tatsächlich, glaube ich schon. Deswegen weiß ich jetzt nicht so genau, warum die Leute sich damit so stressen. Aber soll mir egal sein. Ich mache das ja jetzt vor allem, damit wir jetzt was zu tun haben. So, auch doch 4 Punkte haben wir bekommen von dem Spaß. Und jetzt gucken wir mal, was wir damit anfangen können. Wir gehen zum Lehrer. Wenn ich denn schon wieder... Ach, ich glaube, ich weiß jetzt auswendig, wo er ist. Ich frage jetzt mal nicht nach dem Weg, sondern laufe jetzt einfach so hin. Hoffe, dass ich recht habe. Gesellt euch zu euren Ork-Brüdern und Schwestern bei der Brauerei drohen, um auf die Horde anzustoßen. Das ist übrigens diese Werbung, die man dann mit den Widdern machen soll. Übrigens wird mein... Wie heißt das Ding? Mein Webcam langsam sehr dunkel. Aber das macht nichts, denn wir sind ja sowieso... Es ist ja sowieso gleich vorbei hier. Alles vorbei ist, dann kommt der Kataklysmus und dann ist alles vorbei. Nee, hab eh nicht mehr so viel Zeit zum Aufnehmen. Oh, das war ein aktueller Blinktron offenbar. Cool. Mal wieder 2 zerbrochene temporale Kristalle für uns. So, war das hier? Ingenieurskunst. Nee, das war hier nicht. So. Hier war das, oder? Gordans Runenarbeiten, genau. Zauberkunstlehrer, hallo. Ich möchte gerne Geselle werden und ich möchte gerne schwache Ausdauer lernen und dann gehen wir mal gucken, was wir alles so lernen können. Was wir alles so machen können. Echt so wenig nur? Haben wir kaum seltsamen Staub bekommen? Och nee, Leute, nee. Das ist aber ärgerlich jetzt. Wir können Magiezauberstäbe herstellen. Da lassen wir uns doch nicht lumpen. Was braucht ihr? Allerdings können wir... Doch, wir können so viel einfaches Holz kaufen, wie wir wollen. Das ist super. Dann stellen wir jetzt einfach mal so viele Magiezauberstäbe her, wie es geht. Es gibt übrigens auch Guides fürs effiziente Leveln. Wollte ich euch mal darauf hinweisen. Im Internet könnt ihr da gucken, was ihr zum Hochleveln der Berufe alles so braucht für Gegenstände und so eine Einkaufsliste im Prinzip. Das ist ganz praktisch. So, jetzt sind wir auf 60. Jetzt gucken wir mal, lebt wohl, was wir jetzt noch so für Rezepte lernen können. 1. Geringe Gesundheit. Die Musik ausrastet. Schwache Gesundheit auf die Armschienen oder auf die Brust wieder. Ja, wir sind nicht sehr weit gekommen. Echt nicht. Dafür haben wir jetzt 27 Gold ausgegeben. Na gut, so ist das halt. Vielleicht finden wir ja noch ein paar Gegenstände, die wir entzaubern können. Leider vermute ich halt, wird das nichts, weil wir jetzt langsam schon wieder
in einen Bereich kommen, wo wir nicht mehr entzaubern können, wo uns halt die Skillpunkte fehlen. So, jetzt verkaufen wir noch die ganzen Blümchen, die wir gesammelt haben. Jetzt muss ich kurz gucken, dass wir die zusammensetzen. Wir dann auch 5 Stück haben jeweils. Ja. Nicht so viel vorhanden. Stürmische Halskette, dass die. Ja. Wie gesagt, das können wir leider alles noch nicht entzaubern. Aber wenn wir jetzt unsere Tasche ausleeren, dann kriegen wir vielleicht wieder ein bisschen Gold dazu. Wenn wir Glück haben. Hui. Zuck, zuck. Einmal aufs Knöpfchen gedrückt. Schon haben wir ein bisschen Geld verdient und für haben auch wieder ein bisschen mehr Platz. Die Zauberstäbe müssen wir leider auch verkaufen, weil... Warte mal, ich könnte den einmal anlegen, dann hat man wenigstens die Vorlage. Zack. Ihr sucht doch etwas. Was ist das? Fürs Transmoggen. Ja. Wollstoff haben wir wieder ein bisschen. Das heißt, wir könnten eventuell Leinen. Ach nee, wir haben. Wir müssen 80. Ich glaube, wir müssen 80 haben. Verdammt. Bei Leinenstoff jetzt, glaube ich, wirklich nicht teuer ist. Da kommen wir relativ leicht weiter, indem wir einfach ein bisschen Leinenstoff kaufen. So. Genau, ich wollte die Sachen noch verkaufen und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Ich habe euch wieder nichts von meinen Rollenspielerlebnissen erzählt. Aber da wird schon bald wieder ein bisschen Gelegenheit kommen. Alter, das ist doch mal ein stolzer Preis. Mal sehen, ob das dafür jemand das kauft. Also wenn die Sachen wirklich so viel wert sind, dann haben wir einen Jackpot. Dann hat Madenauge echt ausgesorgt. Komm schon. 5 Wildstahlblumen. Boah, auch schweineteuer, die Dinger. Flitzdisteln. Für Flitzdisteltee. Oder wie der nochmal hieß. Ja, und sonst haben wir hier halt leider nur so Kleckerbeträge. Leichtes Leder. Auch mal verkaufen, braucht auch kein Mensch. Doch, der Lederer halt. Bin gespannt, ob wir die Sachen für diese Preise loskriegen. Fände ich tatsächlich sehr, sehr witzig. Na komm. Gleich bin ich verschwunden, gleich sieht man mich in der Webcam nicht mehr. Mutter verschwindet in den Schatten. So. Doch, das sieht doch schon mal ganz gut. Dränischer Staub. Wo haben wir den dränischen? Ach, den haben wir, glaube ich, jetzt vom Blinktron bekommen. Da sind halt immer mal so Handwerks-Mets drin. Also aktuelle dann. Und ich habe nichts bekommen. So, den letzten Zauberstab noch. Auch jetzt kriegen wir dann. Oh, na super. Ah, den könnte ich noch schaffen, tatsächlich. Das könnten wir noch schaffen in der nächsten Folge. Würde ich sagen, machen wir hier mal schnell Schluss und in der nächsten Folge starten wir dann noch schnell den Dungeon und ja, gucken wir mal. Ciao!